Hallo und herzlich willkommen. Heute mit einem Figuren-Review von dem kompletten Team der Abominus-Figur. Hier quasi die Terrorcons in ihren einzelnen Modi. Dieses Team besteht aus rechts außen Blight, Rippersnapper, Windrazer, Hungar und Twinstrike. Ja, die Figuren sind von der Legion-Class-Line der Transformers Prime-Figuren. Sehr schön, natürlich werden sie standardhalber in ihren Blisterboxen geliefert, wie die ganzen anderen Deluxe-Figuren oder auch Legion-Figuren selbst. Die Figuren an sich sind wie immer ziemlich klein, im Durchschnitt 5 cm groß. Beweglichkeit natürlich deutlich eingeschränkt gegenüber ihren größeren Figuren, den Deluxe-Figuren. Geliefert werden sie auch wie alle anderen Figuren mit den kleinen Waffen quasi, die mit dabei sind. Das Problem an diesen Waffen ist, manche heben sich farblich voneinander ab. Man sieht das hier außen von den Hämmern. Der eine ist hellgrau, der eine ist dunkelgrau. Ja, passt irgendwie nicht so wirklich. Ansonsten sind die Waffen genauso wie bei allen anderen Legion-Figuren gleich. Das heißt, effektiv gibt es nur drei verschiedene. Den Hammer, den Bogen und die Waffe mit der Kettensäge dran. Ja, die fünf Figuren lassen sich nicht nur in jeweils kleine Roboter verwandeln, sondern sie lassen sich, wie ich anfangs schon erwähnt habe, zu einem großen Combiner, das heißt, so nennen sich quasi die Figuren, die sich miteinander verbinden lassen, zu einem großen Transformer, natürlich auch zu solchem natürlich auch verwandeln. Das werde ich euch heute auch zeigen. Jetzt zeigen wir euch erstmal die einzelnen Figuren. Wir fangen am besten damit mit Blight an, von rechts nach links. Blight, genauso wie alle anderen Terrorcons, sind eine Hommage bzw. eine Neuauflage der alten G1 Terrorcon Teams. Die Figuren an sich sind fast identisch mit den alten von damals. Wie gesagt, sehr schöne Figuren. Kurzes Licht ein bisschen besser drehen. So. Figur an sich ist, dafür, dass sie so klein ist, trotzdem sehr schön detailliert. Gefällt mir, auf jeden Fall sehr schön. Kleine Symbole, ist natürlich andersrum in dem Moment, sind es quasi die Terrorcon-Symbole von den Beast Hunters quasi, also so heißt die Line. Das ist in dem Moment jetzt das Zeichen von den Terrorcons an sich. So, die Figuren sind von der Verwandlung her sehr einfach gehalten. Leider hat jede Figur von dieser Combiner-Line einen Nachteil. Das heißt, man sieht es hier unten an den Füßen. Man sieht die Hände des Roboter-Modus. Fokus, ja, genau. Das ist halt so ein Nachteil, der ist bei jeder Figur vorhanden. Aber ich denke mal, damit kann man leben. So, kommen wir mal einfach mal zur Transformation von Blight. Blight ist ganz einfach zu transformieren, einfach den Kopf nach oben winkeln, geht ein bisschen schwerer, ist von den Gelenken hier oben sehr gut gemacht, man sieht es hier oben, ist quasi wie so ein Fünfeck, wie so eine Schraube oder besser gesagt so eine Mutter. Und dadurch lassen sich die Gelenke natürlich, um sie über diese Kanten hinaus zu klappen, sehr schwergängig betätigen, dafür hält es dann aber allerdings sehr gut. Ja, so, wie gesagt, einmal das Aufklappen, dann hier oben die Schultern zusammenklappen, dass sich quasi das Becken bildet, die Beine drehen, so, die Beine einmal öffnen, dann die Fäuste nach außen, nach unten drehen natürlich. Und jetzt einmal den Brustkorb öffnen und den Kopf herausdrehen. So, und schon ist Blight fertig transformiert. Sehr einfach, sehr schön. Ich zoome gerade mal den Kopf ein wenig näher heran. So.
Erinnert mich vom Kopf her irgendwie, ich weiß nicht wieso, sehr stark an Soundwave. Ich auch einen kompletten roten Visor oben. Von Farben her ähnelt es ihm auch sehr stark. Von Details her auch sehr schön gehalten. In einem dunkelblau, man kann es jetzt auf der Kamera nicht ganz so gut sehen, leicht metallisch, ein bisschen perlmuttartig das Blau gehalten. Ansonsten gelb und lila. So ein helles Lila, so ein Graulila halt. Ja, geliefert wird er wie gesagt auch mit seiner Waffe. Fokus, Fokus, will heute irgendwie nicht so. So. Wie gesagt, einem Hammer, den er auch quasi so als Gewehr nutzen könnte. Die Waffen haben alle kleine Konnektoren hier oben. Das heißt, sie lassen sich miteinander verbinden. Und dadurch sind sie natürlich dementsprechend auch zu einer größeren Waffe zusammen kombinierbar. So. Wie gesagt, Blight kann diese Waffe in die Hand bekommen. So, und schon hat er seinen großen Angriffshammer. Allerdings kann er, wenn er in im Beast-Modus ist, die Waffe auch hier oben mit Hilfe dieses Konnektors quasi auf seinem Rücken befestigen. So, das war wie gesagt Blight. Und jetzt kommen wir mal zum nächsten, zu Ripper Snapper. Ripper Snapper ist ja wie so ein Iguanus, also ein Reptil. Erinnert auch so ein bisschen an Godzilla. Auch ein sehr schönes Modell. Dann sind die Konnektoren für den großen, dann mit dem Beinmodus. Was mir in dieser Figur nicht so ganz so gut gefällt, ist, dass die Figur quasi unterhalb des Bauchs hier den Kopf quasi befestigt hat. Passt nicht so ganz, aber naja gut, ich denke mal, damit kommt man einigermaßen klar. Ansonsten hat die Figur auch, wie jede andere Figur von dieser Serie, ihren Terrorcon-Abzeichen oben auf der Brust. Verwandeln lässt sich Ripper Snapper auch sehr einfach. Dazu einmal die Arme zurück, den Kopf in zwei Hälften teilen. Geht manchmal ein bisschen schlecht. So. Einmal so. Ziemlich simpel eigentlich. Dann einmal den Rücken quasi also den Nacken quasi auch in zwei Teile teilen. Und dann einmal den kompletten Bauch bzw. Kopf mit Armen einmal rumklappen. Immer natürlich aufpassen, dass die Arme gut runtergeklappt sind. Aufpassen, die Gesichtshälften verbinden sich meistens so. So. Dann die Arme runterklappen. Dann den Brustkorb einmal lösen. Den Kopf hochklappen. Jetzt hochziehen und auf das Schwanzmodul quasi einmal draufdrücken. So. Ich sehe gerade, hier gibt es ein kleines Problem. Ich muss gerade mal gucken. Ah ja, genau. Ich habe das ein bisschen zu fest reingedrückt und aus diesem Grunde hat der Connector nicht richtig reagiert. So, jetzt geht's. Jetzt ist auch der Brustkorb hier unten bindend zu, so wie es auch sein sollte. So, und jetzt den Rücken einmal nach oben klappen. Dadurch haben wir hier einen kleinen Pin. Da. Zoom will wieder nicht. Hier ein kleiner Pin und da ist das Loch. Und da wird jetzt quasi, werden beide Teile miteinander verbunden. Auf der anderen Seite genauso. Und schon haben wir Ripper Snapper in seiner Roboterform. Ripper Snapper an sich hat auch ein sehr schönes Gesicht von der Gestaltung her. Sieht sehr animalisch aus. Hat auf jeden Fall was.
Gefällt mir auch sehr. Und Ripper Snapper wird geliefert mit solch einem Bogen. Dieser Bogen, ja, ich würde ihn eher sagen, es ist eine Armbrust. Denn man kann ihn ihm natürlich auch in die Hand geben. Entweder so als Armbrust. Oder ja, als Bogen. Oder, was ich auch ganz witzig finde, als Spitzhacke. Ja, wie gesagt, ich würde aber bevorzugen, dass man als als Armbrust benutzt, anstatt als Bogen. Auch wenn es auf der Verpackung hier oben natürlich anders zu sehen ist. Es passt aber allerdings besser. So, dann kommen wir jetzt zu Windrazer. Windrazer ist ein Flugsaurier, der ja ziemlich viele Details eigentlich hat. Aber auch hier vom Robotermodus sind leider die Arme beide hier zu sehen. Aber ansonsten sehr cool gemacht mit den Flügeln. Die Beine ganz nicht zurückwinkeln, der Kopf richtig hochwinkeln und schon ist er quasi in der Flugform, kann man sagen. So, man kann aber auch den Kopf hier oben hat er ein Gelenk, richtig runterklappen. Und die Flügel lassen sich auch zusammenschieben. Das heißt, man kann richtig ihn quasi in einer hockenden Position quasi irgendwo hinpflanzen. So, die Transformation ist auch ganz einfach. Dazu einmal hier den Schwanz. Nicht ganz, aber erstmal so ein bisschen hochklappen. Die Füße. Einmal rum. So. Dann diesen Kopf komplett runterdrücken. Und ihr seht, da ich das hin hochgedrückt habe, hat hier hinten jetzt dieser Kopf nach vorne geschoben. Den einmal hier vorne einrasten. So. Eigentlich würde ich sogar sagen, sähe der so schon als Roboter ziemlich cool aus. Vor allem, weil man dann natürlich hier oben das Symbol von ihm auf der Schulter gut sieht, aber nein, leider nicht. Und da finde ich, hat Hasbro einen kleinen Fehler gemacht. Die Schultern müssen so nach vorne geklappt werden. Nur dann ist das Symbol innen drin, nicht hier vorne, was ich sehr schade finde. So, Flügel wie gesagt zusammenklappen und schon habt ihr hier den Windrazer in seiner Roboterform. Achso, und jetzt natürlich den Schwanz auch richtig zusammen. In den Rücken rein. Dazu habt ihr hier oben eine Lücke und da könnt ihr den quasi komplett verfrachten. Dann stört er auch nicht. Und auch er wird natürlich geliefert mit dem Standardbogen. Den könnt ihr allerdings auch in den Flügel stecken. Wenn ihr natürlich zwei dann habt, wie bei mir zum Beispiel von dem Rippersnapper, dann könnt ihr den natürlich in der Flugform auch oben quasi in die Flügel so rein positionieren und dann hat er quasi wie eine Art Flugwaffe. Ja, gut, aber egal. Ihm werde ich jetzt mal die Waffe anders in die Hand drücken. So, dann kommen wir zum Anführer dieser Gruppe. Das ist Hangar. Das ist ein zweiköpfiger Drache. Auch sehr schön gehalten. Sehr simpel natürlich. Aber auch hier, wie überall anders, das Manko, die Hände der Figur sind unten an den Beinen zu sehen. Diese Figur hat auch eine sehr leichte und einfache Verwandlung, wird aber von allen fünf Membern quasi mit einer ganz anderen Waffe geliefert. Nämlich mit diesem Gewehr, was quasi einer Kettensäge unten gleicht. Kann aber natürlich auch so in die Hand geben als richtiges Schwert. Ich zeig's nochmal so. Ja, der Autofokus spinnt momentan ein wenig, den muss ich nochmal nachjustieren. So, es sind wahrscheinlich hinten mit den Packungen zu viele Details im Hintergrund. So, die Verwandlung ist auch hier ganz simpel. Die Arme einmal nach unten klappen, so, die Füße einmal, oder wie gesagt, die Köpfe einmal so rum, um die Füße zu bilden, so, die Arme
oder besser gesagt, jetzt noch die Beine einmal rumklappen. Die Füße nach ganz oben klappen. Okay, das war jetzt nicht so beabsichtigt. Nach oben klappen. Und einmal rumdrehen. So, das ist Nummer 1. Jetzt den Schwanz zurückklappen. Und schon habt ihr Hungar in seiner sehr stämmigen Position stehen. Sehr kräftig. Auch er wird natürlich sehr detailliert geliefert. Sehr schön hier unten. Das Gelbe in seinem Brustkorb. Der Brustkorb an sich ist sehr schön moduliert. Der Kopf ist ja sehr, sehr simpel gehalten. Er ist der einzige von allen, der im Robotermodus einen halbwegs humanoiden Schädel mit Helm hat. Kann es jetzt schlecht erkennen wegen dem Licht. Ich versuche es mal zu drehen, damit ich mal ein bisschen mehr Licht habe. So, jetzt. Man sieht also richtig Nase, Mund, alles vorhanden. Auch er hat sein Symbol auf der Brust. Auch sehr schön gestaltet. Und die Füße, man sieht den Drachen unten auf dem Rücken, seinen Schwanz und seine Hände vom Drachenmodus. Und ihr seht hier im Arm zwei Konnektoren, also zwei Löcher. Da werden quasi später die Arme vom Abominus quasi befestigt. Ja, wie gesagt, ihr könnt die Waffe ihm auch in die Hand geben. So. Kommen wir zur nächsten Figur und zur letzten. Twin Strike. Ein Cerberus-artiger, doppelköpfiger, ja, Drache? Ja, Drache. Ich bin gespalten bei dieser Figur. Sie ist sehr geil in beiden Formen. Allerdings ist die Verwandlung einfach nur grausam. Wegen zwei Teilen, nämlich diesen Oberschenkelplatten. Zeige ich euch aber gleich. Die Waffe lässt sich auch im Beast-Modus hinten auf dem Rücken befestigen. Entweder hier, das ist quasi wie so eine Art Schulterwaffe ist. Oder ihr könnt sie auch hier hinten auf dem Schwanz direkt befestigen, ist sie genau in der Mitte. Auch eine Möglichkeit. So, oder natürlich auch an der Seite hier überall, sind überall nochmal Konnektoren. Ihr seht es da, überall. So, die Figur von der Verwandlung her, wie gesagt, eigentlich sehr simpel, aber es gibt einige Teile, die sie sehr schwer zu verwandeln machen. Einmal den Schwanz rumklappen, dann diesen Teil nach oben ziehen, also rausziehen quasi aus dem Fuß. Und jetzt kommt das Schwierige, denn er lässt sich nicht komplett rausziehen. Ihr müsst jetzt effektiv einmal diesen Fuß hier rumdrehen. Und ich habe immer Angst, dass ich das Bein irgendwie kaputt breche dadurch oder diese Platte abbreche. Denn der Fuß ist sich irgendwie selbst im Weg. So, ihr seht es, lässt sich schwer drehen. So, dann einmal die Beine rumklappen. Die Platten wieder reindrücken. Die Füße einmal rumdrehen. Schon sind die Füße quasi schon fertig. Dann die Beine des Tiermodus nach hinten klappen. So. Wichtig ist, dass ihr es wirklich anhand, also wegen diesem Gelenk hier, diesem grünen, komplett einmal rumdreht. Ihr seht, es geht nach unten. Ansonsten habt ihr das Problem, dass ihr oben die Schulter nicht rausklappen könnt. So. So, und jetzt könnt ihr es wieder ein Stück nach oben drehen und quasi unten drunter befestigen. So, einmal so. Und jetzt könnt ihr quasi die Köpfe so zu seinen Händen bzw. Armen formen. Den Brustkorb einmal aufklappen. Diesen kleinen Pin hier oben drücken. Und schon wird der Kopf soweit rausgedreht. Wieder zusammenklappen und schon habt ihr Twin Strike in seiner
Roboterform. Auch er hat sein Terrorcon-Symbol mitten auf der Brust. Sein Kopf erinnert mich sehr stark an Ripper Snappers Kopf. Der sieht so ziemlich gleich aus. Nur eben, dass er hier vorne das Horn noch dran hat. Ja. Er ist im Gelb-Grün gehalten. Seine Füße hier in dem Grün sind metallisch, genauso wie der Kopf, der Rest nicht. Das Lila auf dem Körper ist komplett metallisch überall. Eine sehr, sehr schöne Figur. Der Schwanz, der passt sich hier hinten in diese Vertiefung am Rücken genau ein. Also eigentlich mit einer der schönsten Figuren in der Roboterform. Allerdings, ja, durch die Verwandlung bin ich nicht ganz so begeistert. Auch er kann die Waffe in die Hand nehmen. So, und schon haben wir alle Terrorcons zusammen. Ja, das ist jetzt allerdings noch nicht alles. Ihr könnt noch mehr machen. Wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ihr könnt alle Figuren zu einem großen verbinden. Sehr tolle Sache. Vor allem, da die Figuren einzeln geliefert werden. In den USA gibt es allerdings auch noch ein Gesamtpack, ein sogenanntes Geschenkeset, was es bei Walmart gibt. Bis jetzt noch exklusiv. Die Farben sind dann ein wenig anders. Manche Figuren sind durchsichtig und halt haben auch noch andere Komponenten mit dran. Allerdings können die sich dann komplett auch zu dem Großen verwandeln und müssen nicht extra gekauft werden. Ja, ich zeige es euch jetzt mal, wie man ihn zusammen verbindet. Dazu muss erstmal die Waffe entfernt werden. So. Ja, jetzt kommt erstmal natürlich der Fußmodus. Dazu einmal die Arme wieder reinklappen. Den Kopf reinklappen. Dann muss ich gerade mal überlegen. Hier oben die Beine wieder auseinander machen. So. Nee, Quatsch, die Beine nicht auseinander. Das war mein Fehler. Ruhig zusammen. So, dann so. Die Arme nach hinten klappen. So. So, das ist korrekt. So, und das ist jetzt der erste Fuß. Jetzt Ripper Snapper zum zweiten Fuß. Jetzt muss ich einmal die Waffe entfernen. Kopf rumklappen. Dann muss ich gerade überlegen. Ah ja, genau. Den Fuß unten zusammenklappen. Genau so. Jetzt den Rücken lösen. Unten vor den Fuß packen. Jetzt die Beine so auch nach hinten. So. Das ist der nächste Fuß. Jetzt hier auch die Waffe entfernen. Den Kopf nach hinten. Den quasi, als wenn ihr eben wieder zu einem Vogel zurückverwandelt. Einmal zurückverwandeln. Den Kopf gerade, die Füße wieder zum Vogel, den Schwanz allerdings oben lassen, auf dem Rücken. So, dann einmal die Schultern zurück, dann die Arme quasi hinten am Rücken positionieren und das ist schon wieder ein Teil. Das ist der linke Arm, ganz genau zu sein. So, dann Twin Strike. Wieder in seine Beast-Form verwandeln. Das heißt, einmal Brustkorb runter. Ja, das ist natürlich auch ein Nachteil, dass der Kopf immer wieder abfällt. Ist halt nur wie so eine hakenförmig angeklappt. So, wie gesagt, einmal runter. Dann die Hände. Wieder so hoch, dass sie die Köpfe bilden. So. Dann allerdings die Schultern einmal rum. Und so
so nach hinten klappen. So, und jetzt die Beine natürlich auch wieder zurückklappen. Ich sag ja, es ist echt schwer und ich hasse das echt, das so zu verwandeln, weil ich halt wirklich Angst habe, die Figur geht dadurch kaputt. So. Das ist jetzt der nächste Arm. Jetzt ihm auch die Waffe abnehmen. Jetzt ganz wichtig, diese Figur hat zwei Köpfe, genauso wie in Drachenform quasi. Das heißt, ihr dreht die Figur einmal rum, dreht die Arme nach oben, so, die Füße von der Bestie dreht ihr nach oben, so, die Drachenfüße dreht ihr so nach unten, dann dieser Brustkorb wird einmal aufgeklappt, aber pass auf, unten ist ein Gelenk drinnen. Dieses Gelenk ist wie eine Art Arm. Ich weiß nicht, ob ich es euch gut zeigen kann. Hier unten seht ihr wie so einen Arm, der nach oben geht. Und dieses Gelenk sorgt quasi dafür, dass man diesen Brustkorb nach unten schieben kann. Das ist ganz wichtig. Ihr seht auch schon, eigentlich schon einen größeren Kopf. Jetzt dreht ihr den einmal rum. So. Und schon habt ihr quasi den Mittelkörper. So, jetzt werden die Beine miteinander verbunden. Das heißt, hier oben der Drachenkopf wird hier reingesteckt und hier verbunden. So, das war eins. Nummer 2. Ich muss nur allerdings sagen, Blight hat irgendwie eine ganz schlechte Halterung. Ich weiß nicht wieso, aber der Fuß hält nicht sonderlich gut. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Der Rücken hat sich wieder falsch hochgeklappt. Irgendwie will er heute nicht. So. Wird dieser Arm genommen. Jetzt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, er hat hier oben diese zwei Packs und in den Armen sind auch jeweils auf jedem eins und der wird quasi hier einmal reingesteckt. Ich habe gerade gesehen, die Beine sollten natürlich dann dementsprechend auch umgedreht werden, sonst geht's nicht. So, noch runterdrehen. So, der Arm ist jetzt auch befestigt. Und jetzt das gleiche nochmal mit dem anderen Arm. So, und schon habt ihr Abominus. Unten Blight und Ripper Snapper. Links und rechts Twin Strike und Windraiser. Und in der Mitte habt ihr Hungar quasi. Die Figur an sich ist sehr schön gestaltet. Ihr seht's, oder wie ihr es seht, seht ihr nichts. So, jetzt. Der Kopf ist sehr einfach gehalten, trotzdem schönes Design. Bronzeartige Augen, graues Gesicht, roter Kopf, genauso wie der Brustkorb. Auch sehr schön natürlich gestaltet. Sehr schön die Übergänge. Ansonsten die Füße sind auch sehr simpel gehalten. Die Arme
ein bisschen überdimensioniert. Aber ansonsten natürlich auch. Ja, so. Ansonsten aber auch sehr schön gehalten. Der Mund, ihr seht's, ist gleichzeitig dann die Halterung für die Waffe. Apropos Waffe, kommen wir doch mal dazu. Das hatte ich vergessen zu zeigen. Die Waffen sind ja, wie gesagt, miteinander kombinierbar. So, man kann es auf verschiedene Art und Weise miteinander verwandeln. Entweder so, den Hammer vorne rein in die Waffe. Die Waffe hier unten, diese Axt, ist eigentlich immer mit der Griff. So, jetzt nimmt man hier oben die Axt. Packt die so hinein. Packt die hier hinein. Und jetzt kann man nochmal so machen. Entweder hat man jetzt eine große Battle Axe, eine Zweiklinge, quasi so. Die kann man ihm natürlich auch in die Hand geben. Oder man versucht natürlich dann jetzt eine andere Waffe zusammenzubauen. Das geht natürlich auch. Indem man quasi, das zeige ich euch gerade mal, nimmt jetzt die Waffe als Grundlage. Steckt jetzt links und rechts den Bogen hinein. So, das ist der Anfang. Dann nehmt ihr entweder so, wie gesagt, ein Doppelhammer, oder ihr macht es noch ganz anders da. Heute will es irgendwie gar nicht. So und verbindet das so und habt dann quasi auch wie einen großen Hammer. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das wollt, die Bögen auch anders rumdrehen. Das heißt, einmal rumdrehen. Und die Hämmer dann quasi hinten dran befestigen. So. Dann habt ihr ein großes zweiläufiges Gewehr. Wie gesagt, dem sind kaum Grenzen gesetzt. Ihr könnt die Waffen in 1000 verschiedenen Kombinationen miteinander verbinden und dann natürlich auch der Figur in die Hand geben. Zum Beispiel jetzt hier dieses Gewehr. Könnt ihr ihm einfach so in die Hand geben. So. Wie gesagt, dem sind keine Grenzen gesetzt. Muss nur dazu sagen, passt auf, die Figuren sind dann sehr frontlastig. Ansonsten eine sehr schöne Figur, wie gesagt, sehr eingeschränkt von der Bewegung leider, eher was für die Vitrine, allerdings für Legion Class nichts Besonderes. Ich finde die Figur sehr schön, würde von der Bewegung her, weil sie sehr eingeschränkt ist, nicht die volle Punktzahl geben, allerdings kann ich hier auch nicht die gleichen Bewertungskriterien nehmen wie bei den Deluxe Class. Aus diesem Grunde würde ich sagen, für Legion Class würde ich sagen 9 von 10 Punkten, weil dafür sind sie schon sehr gelenkig. Ansonsten Bemalung auch sehr gut gemacht, von der Verwandlung sehr einfach gehalten, bis auf Twin Strike leider ja sehr eingeschränkt, ansonsten sehr leicht zu verwandeln. Beast-Modus von allen sieht klasse aus, Roboter-Modus ebenso, würde ich jeweils volle Punktzahl geben. Momentan erhältlich bei allen Händlern, Müller, Toys R Us und wer auch immer Spielwaren anbietet, einfach mal nachfragen bei eurem jeweiligen Händler. Ich muss natürlich dazu sagen, Hangar ist, also der doppelköpfige Drache, ist am schwersten zu bekommen von allen. Er ist in jedem Booster-Pack, also in jedem Karton, den der Händler bekommt, nur ein einziges Mal drin. Alle anderen sind bis zu dreimal drin. Dementsprechend natürlich auch schwer zu erhalten. Wenn ihr ihn bekommt, schnappt ihn euch. Wenn ihr ihn haben wollt, ihr werdet wahrscheinlich keine neue Möglichkeit oder keine neue Chance dazu bekommen. Holt sie euch, es lohnt sich auf jeden Fall. Für umgerechnet 4,99 € habe ich jeden davon bekommen. Rechnet es euch aus, 5 €, das sind 25 €.
einfach genial günstig für so eine große Figur, die wirklich von der Größe her locker etwas größer als eine Deluxe-Class-Figur ist und ein ganz klein wenig kleiner als eine Voyager-Class ist. Allerdings muss ich dazu sagen, auch wenn es Legion-Class ist, es wird dieses komplette Set wird in den USA bei Walmart Exclusive als Voyager-Class von der Größe her bezeichnet. Wie gesagt, holt's euch. Ihr werdet es nicht bereuen, falls ihr halt die Legion Class sammelt. Ansonsten, wenn ihr die Legion Class von Hause aus nicht mögt, dann würde ich es euch nicht unbedingt empfehlen. Sind halt kleiner als mal Transformers und dementsprechend natürlich auch in der Vitrine deutlich kleiner, neben den anderen. Ja, so viel dazu. Solltet ihr irgendwelche Fragen, Kriterien, wie auch immer haben, scheut euch nicht. Einfach in die Kommentare posten, wendet euch an mich, ich versuche dementsprechend schnellstmöglich zu reagieren, versuche auf eure Wünsche einzugehen, ich wünsche euch was und so viel dazu, bis zum nächsten Mal, euer Rax.